Der DSC Arminia Bielefeld hat Donnerstagmittag seinen neuen Trainer Thomas Gerstner der Öffentlichkeit präsentiert. Der 43-Jährige bekommt bei Arminia einen Einjahresvertrag, der sich im Aufstiegsfall automatisch verlängert. Welche Ziele der ehemalige Spieler des DSC mit seinem neuen Verein anstrebt, hat er den Journalisten während seiner ersten offiziellen Pressekonferenz in der Schüko Arena verraten. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass das letzten Endes, was sich über ein paar Wochen eigentlich so leicht vorbereitet hat und dann am Wochenende abgezeichnet hat, dass es eingetreten ist. Ich freue mich, dass trotz der Veranstaltung am Montagabend, die hier in Bielefeld gelaufen ist, es jetzt so ist, dass wir das Ganze uns jetzt wir alle den Blick jetzt zum Sportlichen wenden können. Und ich denke mal, dass wir heute Mittag ab 15 Uhr dann auf dem Trainingsgelände Trainingsstart ist und dann richtet sich der ganze Fokus auch so ein bisschen jetzt mehr dahin, wo er eigentlich hingehört. Denn wir sind hier beim Fußball, wir sind beim Sport, beim Spitzensport, beim Profifußball. Und ich glaube, das Wichtigste ist das, was am Ende des Tages, und hier ist es am Ende des Spieltages und am Ende der Saison bei rauskommt, die Ziele. Die Frage wird da normalerweise kommen, aber ich nehme es mal vorweg, habe ich auch gestern schon gesagt, ein Absteiger aus der ersten Bundesliga, der kann ja nur ein Ziel haben. Und ich möchte mal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich kenne einen Spitzensportler, der war die Nummer 2 der Welt in seiner Sportart. Und dieser wurde dann verletzt und hat sich dann im Laufe seiner Reha das Ziel gesteckt, er möchte wieder dahin zurück, wo er herkommt, nämlich er möchte wieder die Nummer 2 werden. Ja, und das Ziel ist hier ähnlich. Er hat nur ein Problem gehabt. Er hat sich das Ziel gesteckt und er war am Ende dann nach seiner Verletzung, nachdem er wieder gesund war und wieder hart trainiert hat, war er Zweiter. Und er hat heute, wenn er Vorträge hält, sich darüber geärgert, dass er sich nicht selber das Ziel gesteckt hat, auch Erster zu werden. Und er konnte letzten Endes 5 Kilometer vor Ziel, konnte er mit demjenigen, der sich das Ziel gesteckt hatte, nicht mehr mithalten. Obwohl das vielleicht hätte gekonnt, aber er hat sich im Kopf nicht darauf vorbereitet. Und ich glaube, wir müssen einfach Ziele angehen, die vielleicht für den einen oder anderen jetzt im Moment erstmal vielleicht nicht ganz realistisch erscheinen. Aber man muss hier feststellen, die Mannschaft ist nicht auseinandergebrochen. Ja, die Mannschaft hat in der ersten Liga fast den Klassenerhalt geschafft. Ja, und man muss sagen, das gibt schon mal die erste Hoffnung, dass man da auch den Wiederaufstieg anpeilen kann. Und alles Weitere werden wir dann heute Mittag sehen oder ab heute Mittag sehen, wenn ich die Mannschaft kennenlerne, wenn ich die Jungs, das Umfeld, das Funktionsteam, das Trainerteam kennenlerne. Da werden wir dann sehen, wie wir das Ganze angehen. Aber ich glaube schon, dass wir da in dem Bereich insgesamt gut aufgestellt sind. Und ob es dann noch eine Veränderung oder Ergänzung oder zusätzlich was gibt im Bereich des Trainerteams, muss man dann abwarten. Also meine eigene Philosophie ist es nicht. Es ist das, was, glaube ich, der Zuschauer, der Fan und hier der Arminen-Fan sehen will, ist ganz klar. Wir wollen nicht im Hurra-Stil hier die Fahnenstange hochklettern und danach herunterfallen. Wir wollen natürlich schon aus einer gewissen Ordnung und Disziplin herausspielen. Aber das sind jetzt alles Phrasen, die man kennt. Da gibt es dann sonntags morgens immer bei einer Sendung gibt es immer 3 Euro ins Phrasenschwein. Aber es ist ganz einfach so, mir ist es lieber, dass wir im Angriffsverhalten sind, dass im Strafraum des Gegners in der Box lieber ein oder zwei Spieler mehr sind als zu wenige. Und das soll dann ungefähr so aussehen, dass wir einen attraktiven, schönen, erfolgreichen Fußball spielen, den will jeder spielen. Wie das dann nachher auf dem Platz aussieht, möchte ich hier noch gar nicht sagen, weil zum einen soll es ja auch noch ein bisschen überraschend bleiben. Zum anderen ist es so, dass die Gegner sich nachher irgendwann auch natürlich Berichte rausnehmen und sagen, was ist überhaupt, was wollen die überhaupt? Also Fakt ist, wir wollen einen schönen, erfolgreichen Fußball spielen, der die Zuschauer dazu bringt, auch in der zweiten Liga hier so ins Stadion zu kommen, wie sie es vorher getan haben. Und insbesondere, wie gesagt, im Angriffsverhalten mit möglichst vielen Spielern, nicht nur Stürmern, sondern generell Spielern vorne präsent sein, damit das, was dann in den Strafraum kommt, dann auch verwertet werden kann. Ja, wenn man heute so liest, was in der Zeitung steht, das ist meine erste Profistation als Trainer, dem ist nicht so. Also ich bin damals bei Carl Zeiss Jena bereits vor 11 Jahren Trainer geworden, in 1998, und auch das war ein Profiverein. Aber nichtsdestotrotz kann man jetzt sagen, die erste wirkliche, richtige Trainerstation im
in der Bundesliga, denn damals sind wir nach dem Abstieg Bundesliga, waren wir dann nur noch Regionalliga, haben aber unter professionellen Bedingungen gearbeitet. Aber die erste richtige Profi-Trainerstation als Trainer ist jetzt hier in Bielefeld und meine erste richtige Profi-Station als Spieler war 1985 als Spieler hier. Insofern back to the roots, zurück zu den Wurzeln und ich habe hier eine super schöne Zeit gehabt. Meine große Tochter ist hier geboren in Bielefeld vor 21 Jahren oder vor über 21 Jahren und es gibt sehr, sehr viele schöne Erinnerungen, die leider dann am Ende nach 3 Jahren verbunden waren mit dem Abstieg hier, aber damals war es so und heute drehen wir das Ganze um. Wenn man glaubt, dass es nicht einfach ist, dann wird es nicht einfach. Wenn man glaubt, dass es schwierig ist, dann wird es schwierig. Wenn man die Sache andersrum angeht, ja, es gibt Leute, die glauben, die sagen, es geht nicht. Es gibt Leute, die sagen, es ist unmöglich. Die sagen, es funktioniert sowieso nicht. Und wenn man das Ganze jetzt umdreht, und ich bin so einer, ich gehe so an die Sache ran, dass ich sage, positiv, es kann funktionieren, es wird funktionieren, es ist möglich. Wenn man meinen Opa 1930 gefragt hätte, der war 1910 geboren, noch eine Anekdote, gefragt hätte, ob 1930, ob es möglich ist, dass im Jahr 2000 jeder telefonisch erreichbar ist, egal wo er ist, dann hätte mein Opa gesagt, du musst in die Klapsmühle. Ja? Aber auch damals gab es schon Leute, die haben sich das vorgestellt. Also man sieht, was alles geht und was man alles erreichen kann, was man alles glauben kann, wenn man wirklich sich im Kopf damit auseinandersetzt und wenn man wirklich sich nicht immer Grenzen setzt, die der Mensch sich meist setzt, die hören dann da auf, wo die Schädeldecke ist. Also setzen wir uns mal einen Trichter oben drauf und freuen uns drauf auf die Aufgabe, das tue ich jedenfalls. Und gehen wir das Ganze positiv an. Und das werde ich genau auch den Spielern so vermitteln, dass wir da im mentalen Bereich sehr, sehr viel machen werden, aber alles intern. Also da werdet ihr, braucht ihr auch gar nicht nachfragen. Da werden wir nichts drüber erzählen, außer das, was wir vielleicht dann draußen auch zeigen wollen. Und ansonsten, wird es eine einfache Aufgabe von mir. Das habe ich heute Morgen schon von vielen Kommentaren gehört und gelesen. Von mir erwartet man eigentlich nichts. Ja? Und ich werde sowieso scheitern. Ich habe auch nur einen Jahresvertrag. Und ich werde nicht ein Jahr bleiben. Es wird länger sein. Und das Ganze wird dann nach draußen so ausgeschlachtet, dass es dann heißt, sehr arrogant, sehr überheblich, wow, oder was der schon alles rauslässt, ist ein Wahnsinn. Aber nochmal, die Ziele. Die Ziele sind entscheidend und die muss man so angehen. Nur dann kann man sie auch erreichen. Ja, soweit ich die vom Papier her und soweit ich die aus dem Fernsehen kenne, bin ich damit zufrieden. Wir werden natürlich nicht die Augen zumachen, wenn sagen, wenn noch irgendwo sich was Gutes auftut, dann beschäftigen wir uns nicht damit. Zum einen muss man dann gucken, ob das generell möglich ist, ob das A, im Wunsch auch des Spielers ist, ob das dann B, finanziell machbar ist. Aber natürlich ist es so, dass wir auf 1, maximal 2 Positionen immer noch schauen und uns da intern auch unterhalten. Ich glaube, wer einmal über 300 Spiele gemacht hat in der zweiten Liga, der beschäftigt sich immer damit. Zum anderen kommt noch eins dazu. In Österreich ist der deutsche Fußball, sprich die Bundesliga, nur über ATV zu sehen. Und die zweite Bundesliga wird über DSF komplett gezeigt. Da war es also immer so, dass man natürlich logischerweise dort immer die Fernsehbilder gerne angeschaut hat. Es geht ja erstmal darum, dass ich mich heute hier mal einfinde, zurechtfinde und mal informiere, was wo wie ist. Und wenn entsprechend ich sage, dass es ausreichend oder glaube, dass es ausreichend ist im Trainerteam, dann ist es okay. Heute ist es so, dass immer mehr Vereine, und das war jetzt in Graz auch der Fall, wir haben jetzt auch einen zweiten Co-Trainer, also in Graz wurde jetzt auch ein zweiter Co-Trainer installiert. Jetzt ist es wieder noch einer, weil ich weg bin. Aber es wird einfach immer mehr im individuellen Bereich, im Gruppenbereich gearbeitet und nicht nur im gesamten Mannschaftstag. Bereich. Und deswegen ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man da schaut, ob man eventuell noch jemanden braucht.